Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Scharf TV. Ich bin die Sarah von Scharf Production und in dieser Folge werde ich dir ein Weihnachts-DIY zeigen, denn ich werde einen Engel aus Papier falten. Das ist an sich wirklich ganz einfach und du brauchst gar nicht so viele verschiedene Sachen dafür. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Ich habe mich dazu entschieden, hier Graspapier zu verwenden und zwar kein normales Graspapier, sondern Süßgraspapier. Das ist nochmal etwas feiner als normales Graspapier und halt auch etwas heller. Dieses Graspapier bestempel ich jetzt einfach mit einem Mini-Stempel. Ich habe mich hierfür für den Schriftzug mit Xmas entschieden und eine recht unscheinbare Stempelfarbe. Und zwar von Versamagic, der Sweet. Für den gefalteten Engel, den ich hier jetzt bastel, verwende ich insgesamt eine A4-Seite. Das heißt, ich habe mir die einfach in zwei Teile geteilt, also zwei A5-Seiten sozusagen. Und im Video ist es wie von Zauberhand sogar beides selbst schnell bestempelt. Kleiner Witz am Rande. Wenn du die Seiten bestempelt hast, dann kannst du anfangen, sie zu falten. Von der Größe her habe ich die Lamellen bei mir ungefähr 1,5 cm dick gemacht. Das ergibt einfach auf die Größe von der A5-Seite, also insgesamt von der A4-Seite, eine gute Proportion und es lässt sich vor allem auch gut falten. So hast du am Ende einen Engel ungefähr mit dem Durchmesser von 12 bis 14 cm. Es kommt ein bisschen darauf an, wie du ihn proportional faltest. Das mache ich auch einfach nach Augenmaß und das musst du gar nicht so genau nehmen. Das Einzige, was ich dir empfehlen würde, wenn du die Lamellen gefaltet hast, dass du die Enden nochmal gerade abschneidest. Und zwar nimmst du dir das erste Papier, schneidest oben und unten gerade ab, weil durch das händische Falten bekommt man es meist nicht exakt gerade hin und durch den Schnitt bekommst du es einfach ganz easy, schön gerade. Und den zweiten Fächer würde ich dir empfehlen, an den ersten anzuhalten, sodass du wirklich zwei exakte gleiche Größen hast. Und wenn das passiert ist, dann geht es eigentlich schon ans Falten. Die Maße, die ich hier verwende, sind so, dass die lange Kante ungefähr 9 cm beträgt und die kurze Kante ungefähr 6 cm, also ein bisschen weniger, ungefähr 5,5 cm, sodass es halt am Ende mit der A5-Seite aufgeht. Aber mach das einfach so, wie es dir selbst gut gefällt. Geh nach deinen eigenen Proportionsvorstellungen und sei da einfach ganz frei. Um den Engel jetzt zusammenzukleben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich dieses Mal hier für Papiervlies-Klebepunkte entschieden, denn die kannst du einfach so aufbringen und dann alles Mögliche zusammenkleben. Alternativ geht natürlich auch ein Kleberoller oder normaler Bastelkleber. Und damit der Engel jetzt auch noch einen Kopf bekommt, habe ich mir eine kleine Holzkugel genommen. Auch hier kannst du einfach schauen, was du vielleicht da hast, was gut passt. Und das würde ich dir vielleicht als kleinen Tipp geben. Ich habe hier eine Holzkugel genommen, die ein Loch in der Mitte hat. Das heißt, ich kann vorher einen Strick durch das Loch ziehen, so dass ich die Aufhängung quasi verstecken kann. Ich habe den Knoten dann unten einfach so groß gemacht, dass er nicht mehr durchflutschen kann und verfestige das Ganze jetzt noch mit Heißkleber. Ich weiß auch gar nicht, welchen Kleber ich dir dafür alternativ empfehlen kann, weil Heißkleber, der klebt einfach so perfekt, gerade wie wenn du Holz auf Papier kleben möchtest. Das geht total schnell, total easy und du musst nichts halten, es gibt keine Trocknungszeiten, also einfach perfekt. Solltest du aber keinen Heißkleber da haben, kannst du es natürlich auch mal mit Bastelkleber probieren. Ja, und schon ist der gefaltete Engel fertig. Diesen kannst du jetzt zum Beispiel als Dekoration ins Fenster hängen, an Geschenke als Geschenkanhänger mit dran machen oder vielleicht sogar an einen Zweig oder in den Weihnachtsbaum hängen. Vielleicht machst du für den Weihnachtsbaum ein paar kleinere Engel, aber am Ende kommt es ja natürlich auch auf die Größe des Baumes an. Ich bin gespannt, wie dir diese Idee gefällt und im Anschluss verlinke ich dir nochmal eine weitere Bastelidee für Weihnachten.